Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Wir bewegen uns in der Vorlesungsreihe Wirtschaft, sind dort schon beim 10. Video angelangt und heute wird es um das Thema Investition und Finanzierung gehen. Und ich muss gleich dazu sagen, das ist für mich ein Thema, das klang, als ich es einfach nur so gehört habe, den Titel relativ langweilig und unspektakulär. Muss aber gestehen, nachdem ich mich damit befasst habe, ist es wirklich faszinierend und wunderschön. Und ich möchte euch das gerne näher bringen. Wie immer klären wir da natürlich erstmal unter Punkt 1 die Grundlagen. Unter 2 werde ich dann auf die Finanzierung genauer eingehen. Erstmal unter 2.1 die Unterteilung zwischen der Innen- und Außenfinanzierung. Ehe ich zu 2.2 die Unterteilung zwischen Eigen-, Fremd- und Selbstfinanzierung komme. Unter 2.3 dann eine übersichtliche Darstellung von diesen ganzen Finanzierungsarten, damit man die besser zueinander abgrenzen kann. Unter 2.4 gehört auch noch zur Finanzierung, sind die Arten der Kreditfinanzierung, weil man bekommt zwar ein Darlehen bekommen, aber die Frage ist erstmal, was ist das für ein Darlehen? Und da unterscheiden wir hier in 241 nach Zahlungsbedingungen und nach 242, heutzutage gängig, nach Kreditsicherheiten. Denn meistens ist ein Darlehen nicht einfach nur so gewährt, sondern es gibt da noch gewisse Nebenbestimmungen. Ja, bei Punkt 3 kommen wir zu Investitionen. Ihr seht, das habe ich jetzt nicht untergliedert. Das ist eigentlich weniger spektakulär, weil die Investition quasi die Folge der Finanzierung ist. Und ja, deswegen, das hängt sehr eng miteinander zusammen, aber ich habe mir da schon ein paar Sachen überlegt, die ich da mit reinpacke, um es interessanter zu gestalten. Und last but not least, unter viertens die Kennzahlen. Natürlich nicht alle Kennzahlen, das ist ein Haufen. Ich glaube, wir kommen da in den dreistelligen Bereich, wenn wir wirklich bis ins Detail gehen. Aber so die wichtigsten, die ich denke, die man kennen sollte, möchte ich hier euch gerne zeigen und erklären, was sie bedeuten, wie man sie rechnet. Okay, fangen wir an. Und zwar, wie versprochen, mit den Grundlagen. Erst einmal müssen wir sagen, damit ein Unternehmen überhaupt an wirtschaftlichen Prozessen teilnehmen kann, müssen natürlich Investitionen getätigt werden. Das heißt, Anschaffungen müssen getätigt werden. Wir können nicht mit irgendwie null starten. Wir brauchen mindestens irgendein Gebäude, wir brauchen vielleicht Fahrzeuge, wir brauchen auf jeden Fall Material oder wenigstens Personal, was wir dann aber auch bezahlen müssen, um überhaupt leisten zu können. Wie ich schon gesagt habe, diese Investitionen, die müssen irgendwie ja finanziert werden. Man braucht ja irgendwie Geld. Das Fahrzeug ploppt nicht einfach so auf. Und das ist die Finanzierung. Die Frage, woher kommen die Geldmittel? Wie beschaffe ich sie? Grundsätzlich gilt der schöne Spruch, wer Geld verdienen will, muss investieren. Und betriebswirtschaftlich stehen Investitionen halt in Geldmitteln. Allgemein kann Investition allerdings jede Art der Beschaffung von Vermögen sein. Man kann zum Beispiel als Angestellter Zeit oder Arbeitskraft investieren, um Gehalt zu erhalten. Oder ich investiere Zeit und Arbeit, jetzt nicht als Angestellter, sondern quasi als Selbstständiger, der ich bin, in diese Videos mit zwei verschiedenen Zielen, damit dass Leute was lernen und wenn die Monetarisierung klappt, dass ich ein bisschen was dazu auch verdiene und die Mühe etwas entlohnt wird. Das ist meine Investition, die ich dazu getätigt habe. Nebeninvestitionen, die ich quasi als Anlagegüter habe, ist mindestens der PC, den ich dafür brauche. Wie gesagt, meine Arbeitszeit, meine Kenntnisse, Mikrofon und halt die entsprechenden Software dazu. Das ist das, was ich investieren muss, um eventuell etwas zu bekommen. So, wir können das aber auch in Bilanzschema darstellen. Und zwar die aktive Seite, die wir aus der Bilanz kennen, ist die sogenannte Investitionsseite oder auch Vermögen. Das sind alles drei Begriffe, die synonym zu verwenden sind. Allerdings verschiedenen Bereichen. Rechnungswesen wird man halt aktiver verwenden. Hier gerade jetzt werden wir halt Investitionsseite verwenden. Und das ist eigentlich die Frage, wofür wurden denn die Geldmittel verwendet? Die sogenannte Verwendungsseite. Gegenüber steht das Passiva, also die Schulden oder die Finanzierung. Schulden, finde ich jetzt, ist kein schöner Begriff, wird aber oftmals verwendet und ist auch nicht falsch. Allerdings gehören ja auch noch Rückstellungen dazu und Eigenkapital. Deswegen so ganz Schulden finde ich nicht so passend. Das ist aber dann natürlich das Gegenteil, die Frage, woher kommen denn die Geldmittel und die Entstehungsseite? Das heißt, wir haben Finanzierungen, die bringen uns Kapital ein und Investitionen tätigen wir mittels dieses Kapitals, wir verwenden sie dafür. So hängt das zusammen. Damit sind wir auch schon bei der Finanzierung angelangt. Wie schon gesagt, die sind nötig, um am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen zu können. Sie dienen zum Beispiel zur Anschaffung von Anlagevermögen, welches für den Betrieb darauf nötig ist. Wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, Maschinen, Gebäude, Einrichtungen, alles Mögliche, auch immaterielle Gegenstände.
Ja, Anlagevermögen ist das, das dauerhaft Betrieb ist. Dann gibt es aber auch noch das Umlaufvermögen, welches nicht dauerhaft Betrieb verbleiben soll und daher halt Umlauf genannt wird. Und das ist in der Regel das, was primär zur Erzielung von Erträgen nötig ist. Aber das muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Bei Handelsunternehmen ist es in der Regel Waren. Die werden eingekauft, sind dann wahrscheinlich in Lager, werden weiterverkauft mit Profit. Und bei Industrieunternehmen sind es die Rohstoffe und Betriebsstoffe. Die werden genommen, um Produkte herzustellen, sogenannte fertige Erzeugnisse. Also die RHBs werden erstmal zu unfertigen Erzeugnissen, dann zu fertigen Erzeugnissen. Die werden dann mit Profit verkauft, zumindest hoffentlich mit Profit, das ist das Plan. Und das ist halt dann das Umlaufvermögen, also etwas, was nicht wirklich für den eigentlichen Betrieb notwendig ist, sondern wirklich der Erzielung von Einnahmen dient. Logischerweise müssen aber auch alle Aufwendungen finanziert werden, also Miete für Räume, Telefon, Löhne, Gehälter, Wasser, Strom etc. Die Finanzierung, die ja also die Herkunft der verwendeten Mittel darstellt, die kann man unterscheiden nach der Herkunft des Geldes, und zwar nach In- oder Ausfinanzierung, als auch nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit, was die Eigen-, Fremd- und Selbstfinanzierung ist. Darin unterscheiden wir jetzt zuerst einmal in In- und Außenfinanzierung. Und da wird die Art der Finanzierung halt nach der Herkunft unterschieden. Da haben wir halt die Innenfinanzierung. Bei der stammen die Geldmittel aus dem Unternehmen selbst. Das heißt, sie wurden vom Unternehmen selbst erwirtschaftet. Das umfasst Eigenkapitalerhöhung durch nicht ausgeschüttete Gewinne, die sogenannte Thesaurierung bei Kapitalunternehmen. Genau, die Bildung Gewinnrücklagen, das ist die Thesaurierung. Ansonsten Eigenkapitalerhöhung durch nicht ausgeschüttete Gewinne. Das ist wichtig. Eigenkapitalerhöhung durch jetzt Unternehmer selbst zählt natürlich nicht, weil das hat das Unternehmen ja nicht erwirtschaftet, sondern der Unternehmer. Da landen wir nämlich dann auch schon bei der Außenfinanzierung. Da stammen nämlich die Geldmittel von außerhalb des Unternehmens, wurden also quasi nicht selbst von Unternehmen erwirtschaftet. Das ist natürlich eine viel, viel größere Gruppe. Wie gesagt, abzugrenzen hier die Privateinlagen, die erhöhen zwar auch das Eigenkapital, aber nicht durch die Tätigkeit des Unternehmens, sondern halt durch den Unternehmer selbst. Dann die Aufnahme neuer Gesellschafter ist ja quasi ähnlich zu betrachten wie eine Privateinlage, weil da kommt ein Gesellschafter, er bringt neues Eigenkapital, das Eigenkapital erhöht sich aber halt von außen. Und dann die Emittierung neuer Aktien, das habe ich bei der AG ausführlich behandelt, ist quasi auch wie die Aufnahme neuer Gesellschafter bei der AG ein bisschen differenziert zu betrachten, etwas komplizierter, aber quasi von der Logik her dasselbe. Leasing, dann Aufnahme von Darlehen, Kredit etc. Die sogenannte Zession, das ist eine Abtretung von Forderungen. Also ich habe jemanden, der mir Geld schuldet, also ich habe ihm gegenüber eine Forderung. Ich jedoch schulde auch jemanden etwas, habe also gegenüber einem Dritten eine Verbindlichkeit. Ich kann die Verbindlichkeit natürlich bezahlen. Es ist aber auch möglich, eine sogenannte Zession zu machen. Da tue ich einfach die Forderung, die ich gegenüber dem Ersten habe, dem Dritten gegenüber abtreten. Das heißt, quasi ich zahle meine Schuld mit einer Forderung. Und was ganz oft vergessen wird, die Bildung von Rückstellungen. Das ist auch eine Art der Außenfinanzierung. Ein bisschen kompliziert, weil die Rückstellungen ist ja oder Rückstellungen werden ja gebildet für ungewisse Verbindlichkeiten. Das heißt, eine Verbindlichkeit, da sind wir ja schon nahe beim Darlehen, was schon mir als Brücke immer dient zu merken, dass das zur Außenfinanzierung gehört. Und auch wenn die Verbindlichkeit quasi noch nicht wirklich existiert, so wird sie ja wahrscheinlich existieren. Das ist also eine Art fiktives Darlehen, wenn man so wollte. Ja, die nächste Unterteilung ist nach Eigen-, Fremd- und Selbstfinanzierung. All das, was wir jetzt erwähnt haben, kann man auch in diese drei Kategorien einteilen. Hier wird allerdings unterschieden nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Bei der Eigenfinanzierung, damit ist eigentlich das Eigenkapital gemeint, das nicht von Unternehmen selbst erwirtschaftet wurde. Das sind halt also Privateinlagen, Emittierung, Aufnahme neuer Gesellschafter und ganz interessant die Bildung von Rückstellungen. Also wir haben dann, wenn wir Rückstellungen bilden, Eigenfinanzierung und gleichzeitig Außenfinanzierung. Das ist eine komplizierte Sache, weil außen denkt man halt nicht an Eigenkapital. Okay, Fremdfinanzierung, wie der Name vermuten lässt, das sind halt Finanzierungen, die nicht Eigenfinanzierungen sind und auch nicht Selbstfinanzierung sind. Und meist das Fremdkapital betreffen, ist also eher Ausschlusskriterium. Dabei gehört das Leasing rein, dann Darlehen, Kredite, als auch die Zession.
Letzte Gruppe ist die Selbstfinanzierung. Das ist das Eigenkapital, das von Unternehmen selbst erwirtschaftet wurde. Damit ist also Eigenkapitalerhöhung durch nicht ausgeschüttete Gewinne und dann die sogenannte Thesaurierung, also die Bildung von Gewinnrücklagen. Das ist Selbstfinanzierung. Also Selbstfinanzierung ist immer Infinanzierung, aber nicht umgekehrt. Das muss man sich merken. Okay, dann alles mal dargestellt in einer Übersicht. Ihr seht hier auch an Farben gut zu erkennen, was wozu gehört. Privateinlage ist eine Ausfinanzierung, aber auch eine Eigenfinanzierung, weil es kommt von außen, kommt tut einer der Unternehmer Geld einbringen in das Eigenkapital. Die Emittierung von Aktien ist quasi ähnlich, nur halt bei der AG. Neuer Gesellschafter ist auch dasselbe, oder was heißt dasselbe? Es ist finanzierungstechnisch betrachtet derselbe Vorgang. Die Thesaurierung selbst allerdings nicht, das ist eine Infinanzierung, weil der Gewinn wird ja von dem Unternehmen erwirtschaftet, verbleibt also aber auch ein Unternehmen, das heißt, das Unternehmen hat es in erwirtschaftet von sich selbst und hat es auch selbst erwirtschaftet. Einstellung des Gewinns in das Eigenkapital, das ist ja mehr oder weniger dasselbe, nur bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen. Ja, Darlehen, das ist eine klassische Außenfinanzierung. Von außen, zum Beispiel die Bank gibt uns Geld und ist eine Fremdfinanzierung, weil es kommt halt nicht ins Eigenkapital und ist auch nicht Selbstfinanzierung. Das Leasing ist ähnlich zu betrachten, genauso wie die Zession. Rückstellung, wie gesagt, das ist hier dieser Sonderfall, das ist eine Infinanzierung, die Fremdfinanzierung ist. Das ist die einzige Ausnahme, wo Infinanzierung nicht gleich Selbstfinanzierung ist. Das liegt halt daran, weil die Verbindlichkeit, die noch nicht existiert, aber die wird irgendwann mal gegenüber einem Fremden existieren als Fremdkapital, wird aber trotzdem vom Unternehmen selbst als Innenfinanzierung betrachtet. Damit sind wir bei den Arten der Kreditfinanzierung angelangt. Und zwar bei der Aufnahme von einem Darlehen oder Kredit ist halt die Art des Darlehens ein wirtschaftlich entscheidender Faktor. Weil es muss halt die wirtschaftliche Situation abgewägt werden. Und zwar, wie sieht es aktuell mit dem Unternehmen aus? Allerdings, wie wird sich die wirtschaftliche Situation entwickeln, bis dieses Darlehen halt wirklich abgelaufen ist? Und das muss halt komplett kaufmännisch abgeschätzt werden. Das ist sehr wichtig bei der Wahl, damit auch wirklich jetzt kein zu hohes Darlehen oder ein Darlehen mit ungünstigen Konditionen aufgenommen werden wird. Und hängt natürlich sehr davon ab, wofür man dieses Darlehen benötigt. Auch wichtig zu erwähnen ist, dass Kredite, wie schon erwähnt, nur selten ohne Sicherheiten vergeben werden. Das nennt sich dann Personalkredit, wenn es keine Sicherheiten gibt. Das heißt, man muss auch dort sich noch Gedanken darüber machen, wie Art und Umfang der Kreditsicherheiten gemacht werden müssen. Wir unterscheiden also erstmal nach den Zahlungsbedingungen und nach diesen Kreditsicherheiten. Machen wir erstmal nach Zahlungsbedingungen. Hierbei wird die Tilgung, anfallende Zinsen und die Annuität, das ist quasi die Summe aus der Tilgung und den Zinsen, die werden hier betrachtet und nach denen kann man dann folgende Darlehensformen unterscheiden. Das häufigste ist das Fest- und Zinsdarlehen. Da erfolgt die Tilgung erst am Ende der Laufzeit. Die Zinsen bleiben auch die ganze Zeit gleich, ist klar, weil wenn nicht getilgt wird und der Zinssatz gleich bleibt, bleibt auch die Messungsgrundlage gleich. Das heißt, 10% von 100.000 zum Beispiel sind halt immer 10.000. Das heißt natürlich auch, dass die Annuität gleich bleibt, außer natürlich im letzten Jahr. Im letzten Jahr gilt bei sowieso jedem, ist ein Sonderfall. Das heißt aber anders ausgedrückt, wir haben einen sehr hohen Aufwand, da die Tilgung erst am Ende ist. Das heißt, die Zinsen, die wir zahlen, sind immer auf den gesamten Betrag zu betrachten. Das ist einfach ein Darlehensform, das nur für langfristige Finanzierung interessant ist. Das heißt, wenn ich erwarte, dass ich das Darlehen nicht tilgen kann, unterjährig oder frühzeitig, und ich das Darlehen halt lange benötige, dann werde ich diese Darlehens vornehmen, weil ich halt erst einmal zwar geringen Aufwand habe, ich zahle ja nur die Zinsen, aber natürlich muss ich das Darlehen ganz am Ende auch zurückzahlen. Das heißt, insgesamt habe ich zwar über die ganze Zeit betrachtet einen höheren Aufwand, aber in der ersten Zeit, nee, das stimmt nicht. Der Aufwand ist zwar hoch, ja, aber Tilgung und Aufwand sind erst am Ende des Jahres. Das heißt, anfänglich habe ich einen relativ geringen Aufwand, geringe Zahlungen und am Ende halt die komplette Tilgung plus noch die Zinsen vom letzten Jahr.
Damit ist dieses Darlehen nur sehr lukrativ, wenn ich wirklich jetzt nicht in näheren Zeitpunkten der Lage bin, etwas zu tilgen. Dann haben wir das Raten- und Tilgungsdarlehen. Wie der Name schon sagt, das ist eher so das Gegenteil. Denn da erfolgt die Tilgung in gleichbleibenden Raten. Logischerweise sinken die Zinsen mit jeder Tilgung, weil die Bemessungsgrundlage ja sinkt für die Zinsen. Das heißt auch, dass die Annuität sinkt, weil wir haben ja Tilgung plus Zinsen und die Zinsen sinken. Das heißt, mit jeder gezahlten Tilgung sinken die Zinsen und damit die Annuität. Das heißt, wir haben vergleichsweise einen geringen Aufwand, weil die Zinsen ja immer weniger werden. Und das halt gedacht für Investitionen mit zeitnahen Ertrag, weil ich werde halt schon in einem relativ kurzen Zeitraum eine der Tilgungsraten zahlen müssen. Das heißt natürlich, dass ich bis dahin genügend Ertrag erwirtschaftet haben muss, um mir die Zinsen plus Tilgung, also die Annuität, leisten zu können. Vorteil ist natürlich, dass insgesamt weniger Aufwand entsteht als bei einem Zinsdarlehen. Ja, dann haben wir das Annuitätendarlehen, das rechnerisch zumindest komplizierteste. Allerdings von der Logik her das einfachste, weil anfänglich hat man eine geringe Tilgung, zum Ende hoch. Anfänglich hat man hohe Zinsen und zum Ende niedrig. Allerdings, das ist das Interessante für ein Unternehmen, die Annuität ist gleichbleibend. Das macht es nämlich gut kalkulierbar. Man wird mehr oder weniger, außer wie gesagt im letzten Jahr, immer dasselbe zahlen, weil Tilgung und Zinsen sich quasi ergänzen. Ja, wie ich sagte, führt zu einer genauen Planung und zu einer guten wirtschaftlichen Abschätzung. Das Annuitätendarlehen kann halt auch für die verschiedensten Sachen gewählt werden. Es ist am ehesten wie das Ratendarlehen zu betrachten, nur halt, dass Tilgung und Zinsen variieren. Machen wir dazu mal eine Vergleichsrechnung. Und zwar behaupte ich, wir haben hier ein Darlehen in Höhe von 36.000 Euro, das direkt am 1. des Jahres läuft. Vorteil ist halt, wenn wir jetzt sagen, am 1., dann müssen wir nicht sagen, okay, monatliche Tilgung oder halbjährlich und ja, die einzelnen Monate fallen raus. Natürlich muss man es monatsgenau machen, teilweise sogar taggenau. Das wollte ich jetzt aber nicht so kompliziert machen, sondern einfach erstmal darstellen. Die Laufzeit soll 3 Jahre sein, bei einem Zinssatz von 5%. Die Tilgung, was natürlich nur beim Ratendarlehen interessant ist, soll monatlich in gleichbleibenden Raten stattfinden. Okay. Also, da die Tilgung ein Betrag am Ende der Laufzeit ist, bleiben natürlich die Zinsen immer gleich, haben wir ja gesagt, das ist ja das Markante für das Fest- bzw. Zinsdarlehen. Zinsen sind natürlich der Darlehensbetrag mal der Zinssatz, also 36.000 Euro mal 5%, das sind nebenbei Jahreszinsen, macht 1.800 Euro. Das wird jährlich an Zinsen gezahlt. Ja, jetzt haben wir alles, was wir für die Tabelle hier brauchen. Im Jahr 2015 haben wir am Anfang einen Darlehensbetrag von 36.000 Euro. Darauf zahlen wir 1.800 Euro Zinsen. Getilgt wird hier nichts. Das heißt, die Annuität ist ja die Summe aus Zinsen plus Tilgung, also 1.800 plus 0 ist 1.800. Und da wir nichts getilgt haben, bleibt der Darlehensbetrag am Jahresende halt gleich. Klar, Anfang 2016 entspricht Ende 2015, also 36.000. Wieder 5% davon sind natürlich 1.800. Wir tilgen wieder nichts, weil erst am Ende der Laufzeit. Das heißt, auch die Annuität mit 1.800 ist gleich. Und der Darlehensbetrag, da immer noch nicht getilgt wurde, ist immer noch 36.000 Euro. Mit dem starten wir auch wieder. Zahlen davon 5% Zinsen von 1.800 Euro. Jetzt müssen wir tilgen, und zwar die gesamte Summe. Was natürlich, wie ich schon angekündigt habe, in den letzten Jahren extrem hohe Annuität, in dem Fall von 37.800 Euro verursacht. Natürlich muss der Darlehensbetrag am Jahresende 0 sein. Der muss am Ende der Laufzeit immer 0 sein. Ja, jetzt können wir auch die Summen bilden. Das ist gut, einfach nur zu vergleichen. Wir haben jetzt insgesamt 5.400 Euro Zinsen gezahlt. Das ist unser Aufwand. Klar, getilgt haben wir den Darlehensbetrag. Das muss auch immer gleich sein. Und die Annuität ist dann 41.400, also die summierte Annuität. Okay, selber Fall, andere Darlehensform, und zwar das Raten- bzw. Tilgungsdarlehen. Da Tilgung über die Laufzeit verläuft, verbleibt die Tilgung konstant, aber da die Basis für die Zinsen sinkt, sinkt damit der Zinsaufwand mit jeder Tilgung. Das heißt, wir müssen, die Tilgung ist konstant, die können wir berechnen mit Darlehensbetrag durch Laufzeit. Macht 36.000 Euro durch 3 Jahre.
ergibt eine jährliche Tilgung von 12.000 Euro. Wir starten also 2015 wieder mit einem Darlehen von 36.000 Euro, von dem wir 5% Zinsen in Höhe als von 1.800 Euro zahlen. Bei dieser Art des Darlehens tilgen wir aber, wie berechnet, 12.000 Euro. Das heißt, die Summe, die Annuität, sind 13.800 Euro. Und jetzt wird ein häufiger Fehler gemacht. Häufig wird jetzt von den 36.000 die 13.800 abgezogen. Nicht aus Unwissen, sondern einfach nur aus Schusseligkeit. Das ist mir auch schon passiert. Natürlich darf auch nur die Tilgung abgezogen werden. Die Zinsen sind ja ein Aufwand. Das heißt, 36.000 minus 12.000 ergibt einen Darlehensbetrag am Jahresende von 24.000 Euro. Mit dem starten wir auch wieder. Das ist jetzt unsere neue Basis für die 5% Zinsen. Und 5% von 24.000 sind 1.200. Tilgen wieder 12.000. Und natürlich sinkt jetzt die Annuität mit den Zinsen. Die ist nur noch 13.200. Und wir haben nur noch 12.000 Euro als Darlehen. Mit dem starten wir wieder als neue Basis. Davon 5% Zinsen sind 600 Euro. Wir tilgen 12.000. Verbleibt eine Annuität von 12.600 Euro. Macht ein Darlehen am Ende natürlich von 0. Muss ja 0 sein. Ja, und zum Vergleich können wir uns wieder die Zinsen anschauen. Das sind 3.600. Wenn wir uns in dem vorigen Fall waren es 5.400. Wir laufen also hier deutlich besser. Die Tilgung muss 36.000 sein und die Annuität ist 39.600. Die ist natürlich wieder auch günstiger im ersten Fall, weil ja die Zinsen schon günstiger hier sind. Damit kommen wir zum aufwendigsten, also rechnerisch aufwendigsten Darlehen, den Annuitätendarlehen. Hier müssen wir eine relativ komplexe Formel heranziehen, um die Annuität zu berechnen, weil die sich ja quasi verändert. Das heißt, wir brauchen eine Art Faktor. Und der Annuitätsfaktor quasi errechnet sich mit der Darlehenssumme mal, und wie ihr seht, das sieht schon kompliziert aus, über den Bruchstrich, Klammer auf, 1 plus Zinssatz im Prozent, also aber als Dezimalzahl ausgedrückt, Klammer zu, hoch der Laufzeit in Jahren, mal den Zinssatz, das Ganze geteilt durch in Klammern 1 plus Zinssatz, Klammer zu, hoch Laufzeit minus 1. Rechts seht ihr nochmal die Formelschreibweise, ich wollte es aber lieber mit den Worten machen, weil, sind wir mal ehrlich, also wer kein Mathematiker ist und die normalen Abkürzungen nicht kennt, der kann mit diesen Zahlen dort recht wenig anfangen. Okay, setzen wir das mal alles ein für unseren Fall. Die Darlehenssumme sind 36.000 Euro. Die multiplizieren wir jetzt mit über dem Bruchstrich, Klammer auf, 1 plus 5%, also als Dezimalzahl 0,05, Klammer zu, hoch 3 Jahre, mal 0,05, geteilt durch, Klammer auf, 1 plus 0,05, Klammer zu, hoch 3 Jahre, minus 1. Wir haben erstmal jetzt die Bruchstriche einzeln, den Zähler und Nenner auflösen, kommen wir auf 36.000 Euro mal 0,05. 5788125 durch 0,157625. Ja, nehmt viele Kommastellen, das ist bei der Annuität sehr wichtig. Und da kommen wir dann auf eine Annuität von 13.219,51 Euro jährlich. Außer im letzten Jahr, da variiert das ein bisschen, das muss man dann halt anpassen. Okay, jetzt wissen wir also für 2015 schon mal, wir starten natürlich mit 36.000 Euro. Davon bleiben die Zinsen gleich mit 1.800 Euro. Ja, die Tilgung, die müssen wir jetzt ausrechnen. Die sind quasi ja unsere Annuität von 13.219,51 minus die Zinsen, weil Zinsen plus Tilgung ist gleich Annuität. Das heißt, Annuität kann man sagen, wenn man das umstellt, Tilgung ist gleich Annuität minus Zinsen. Ergibt dann unsere Annuität von 13.219,51 und einen neuen Darlehensbetrag am Jahresende von 24.580,49. Damit starten wir natürlich auch wieder im nächsten Jahr. Davon 5% Zinsen macht 1.229,02. Unsere Annuität ist wieder 13.219,51, schon mal vorweg. Die Differenz zwischen Annuität und Zinsen ist die Tilgung, hier in dem Fall 11.990,49. Also ihr seht, was wir auch gesagt haben, die Zinsen sinken, die Tilgung steigt. Und ergibt einen neuen Darlehensbetrag vom Jahresende von 12.590 Euro, mit dem wir auch in 2017 wieder starten. Davon 5% Zinsen sind 629,50 Euro. Jetzt ist die Annuität nicht mit Garantie gleich. Wir müssen ja
quasi bei der Tilgung auf 0 kommen. Das heißt, jetzt müssen wir rechnen 36.000, unser Darlehensbetrag, minus unsere beiden Tilgungen, die wir haben, ergibt die restliche Tilgung von 12.590. Rechnen wir zusammen, haben wir also eine Annuität von 13.219,50. Ihr seht, 1 Cent Differenz, das passiert aber, das liegt nicht an uns, sondern weil die Formel so komplex ist und dadurch natürlich Rundungsfehler passieren, beziehungsweise wir können ja nicht mehr als 2 Kommastellen Euro verwenden, weil es gibt nicht Hundertstel Cent oder so. Ja, der Darlehensbetrag am Jahresende ist 0. Hätten wir jetzt die Annuität so genommen, wie sie ist, wäre sie halt nicht 0, das klappt nicht. Das ergibt dann Summen Zinsen von 3.658,52, eine Tilgung natürlich von 36.000 und eine gesamte Annuität von 39.658,52. Ja, und ihr seht, man läuft da in der Regel ähnlich wie beim Zinsdarlehen. Okay, das war jetzt die rechnerische Seite von der Betrachtung, was es mit Darlehen auf sich hat. Jetzt geht es nach Kreditsicherheiten. Wie ich schon gesagt habe, oftmals wird ein Kredit, ein Darlehen nicht ohne zusätzliche Sicherheiten gewährt. Und dadurch werden dann natürlich neue oder zusätzliche Kreditsicherheiten verlangt. Und jetzt teilt man ein. Was es gibt, sind erstmal die immateriellen, wo keine dingliche Haftung stattfindet. Hier gibt es den Personalkredit. Das ist eigentlich quasi gar keine Kreditsicherheit, weil der Kreditnehmer ist durch seinen Ruf schon kreditwürdig. Das heißt, er braucht keine zusätzlichen Sicherheiten. Das ist zum Beispiel bei Prominenten so oder halt, wenn man Connections hat, nahe Bekannte etc. Dann gibt es noch den verstärkten Personalkredit. Da wird noch ein zusätzlicher Schuldner ins Boot genommen. Also nicht nur der Hauptschuldner, der das Darlehen aufnimmt, sondern noch ein Drittschuldner. Das schauen wir dann uns in Teil 2 an. Also hier, wie ihr seht, Teil 1 und 5. Und natürlich unterscheidet man dann, wenn es die Immateriellen gibt, noch in die Materiellen. Das ist dann die dingliche Haftung. Das schauen wir uns aber erst bei Teil 5 an. Jetzt kommen wir erstmal zum verstärkten Personalkredit. Da haben wir einmal die Bürgschaft. In dem Fall muss halt ein Dritter, ein sogenannter Drittschuldner oder Bürger, für die Verbindlichkeiten haften, wenn denn Zahlungsausfall eintritt. Das sehen wir uns in Teil 3 genauer an. Jetzt erstmal, was gibt es noch? Es gibt noch die Zession. Da werden bestehende Forderungen gegenüber von Kunden, die heißen dann Drittschuldner, des Schuldners, das ist der Zedent, an den Kreditgeber Zessionar abgetreten. Also um die Begriffe nochmal zu erklären, wenn ich jetzt einen Kunden über eine Forderung habe und habe eine Verbindlichkeit gegenüber jemandem, dann bin ich in der Lage, die Forderung, die ich habe, mit der Verbindlichkeit aufzurechnen. Ich drehe die Forderung an meinen Schuldner ab. Das heißt, der Drittschuldner ist der, gegenüber dem ich die Forderung habe. Der Schuldner selbst bin ja ich. Also ich bin der Zedent. Und derjenige, dem ich gegenüber die Verbindlichkeit habe, ist mein Kreditgeber und ist damit der Zessionar. Kompliziert. Okay, kommen wir aber erst noch zur Bürgschaft. Finden wir den Paragraphen 765 fortfolgende BGB. Für Privatpersonen, bei Unternehmer schauen wir mal besser noch auch in den 349 und 350 HGB. Wie wir schon gesagt haben, ein weiterer Drittschuldner haftet für die Verbindlichkeit. Hier gibt es die selbstschuldnerische Bürgschaft. Da kann der Bürger direkt in Haftung genommen werden. Es gibt kein sogenanntes Recht auf Einrede der Vorausklage. Das finden wir in Paragraphen 773 BGB. Und nach Paragraph 349 HGB sind Bürgschaftsverträge von Unternehmen immer selbstschuldnerisch. Wenn es die selbstschuldnerische gibt, muss es auch die nicht selbstschuldnerische geben. Das ist natürlich das Gegenteil. Der Bürger hat das Recht auf der Einrede der Vorausklage nach Paragraph 771 BGB. Das bedeutet, also dieses Recht auf Einrede der Vorausklage, dass er erst dann schuldet, wenn ein Insolvenzverfahren gegen den Hauptschuldner erfolglos war. Also, bei Zahlungsausfall selbstschuldnerisch kann der Unternehmer direkt zum Bürger gehen und sagen, hier, du, pass auf, du hast gebürgt, gib mir Kohle. Wenn nicht selbstschuldnerisch, kann der Unternehmer das zwar auch machen, aber der Bürger kann sagen, du, pass mal auf, ich bin nicht selbstschuldnerisch, ich habe das Recht auf Einrede der Vorausklage. Bitte zeig mir doch erstmal, dass das Insolvenzverfahren gegen den Hauptschuldner erfolglos war. Dann können wir nochmal reden. So, was schließen wir jetzt aber insgesamt daraus? Ist die Bürger eine Privatperson, dann muss, das gilt also, und zwar nach Paragraphen 766 BGB, der Bürgschaftsvertrag zwingend schriftlich abgeschlossen werden.
Ist er ein Unternehmer, kann der Bürgschaftsvertrag nach Paragraph 350 HGB formlos zustande kommen. Das ist noch ein wichtiger Unterschied, der so ein bisschen übergreifend über das Ganze hier steht. Ja, damit sind wir auch bei der Zession nach Paragraph 398 BGB angelangt. Ja, das war diese komplizierte Sache, dass bei Zahlungsausfall eine Forderung gegenüber eines Kunden von uns, der dann der Drittschuldner ist, wir sind der Schuldner-Zedent. Und denen, denen wir die Forderung dann geben, gegen den wir aber eine Verbindlichkeit haben, ist ja unser Kreditgeber und damit Zessionar. Da haben wir die offene Zession. Da wird der Drittschuldner, also eigentlich unser Kunde quasi, über die Abtretung der Forderung informiert und schuldet diese nun dem Zessionar, also dem, dem wir unsere Verbindlichkeit schulden. Das sieht also jetzt mal vereinfacht dargestellt so aus. Der Drittschuldner, unser Kunde, schuldet es uns, wir sind der Zedent. Jetzt aber treten wir die Forderung ab, wir machen die Zession. Jetzt ist es so, der Drittschuldner schuldet jetzt dem Zessionar und nicht mehr uns. Dafür haben wir unsere Schuld zumindest teilweise beim Zessionar beglichen, hängt natürlich von der Höhe ab. Bei der stillen Zession wird der Drittschuldner, unser Kunde, über die Abtretung nicht informiert und schuldet sie daher weiter dem Zedenten, also uns. Und wir schulden natürlich weiterhin dem Zessionar. Das heißt, der Drittschuldner schuldet uns etwas. Wir machen diese stille Zession. Das heißt, wir haben zwar immer noch die Verbindlichkeit gegen den Zessionar, aber jetzt wird es so sein, der Drittschuldner zahlt uns irgendwann das Geld, wir zahlen das Geld direkt den Zessionar. Wir drehen quasi die Forderung ab, ohne dass der Drittschuldner es erfährt und deswegen läuft es über uns. Wir leiten das Geld quasi noch weiter. Ja, damit sind wir die immateriellen Wege abgegangen und gehen jetzt den Weg des materiellen Glücks. Quasi die dingliche Haftung, wo also auch uns Sachen weggenommen werden dürfen. Erst einmal bei Mobilien, unterscheidet zwischen Mobilien und Immobilien. Bei Mobilien haften wir mit beweglichen Gegenständen, wie der Name schon vermuten lässt. Hier gibt es den Lombard-Kredit oder volkstypisch einfach Pfand genannt. Und da tut der Schuldner den Besitz an einer Sache abtreten, bleibt auch der Eigentümer. Problem, die Sache ist für den Unternehmer nicht mehr nutzbar. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel bei der Bank ein Darlehen auf, die möchte jetzt einen Lombard-Kredit haben. Dann wäre es nicht klug, wenn wir jetzt ein, ich weiß nicht, Speditionsunternehmen sind, wenn wir da unser LKW als Pfand einsetzen, weil dann haben wir den ja nicht mehr und können nicht mehr arbeiten. Eigentum ist ja, nochmal zur Erinnerung, man hat die rechtliche Gewalt, also wir dürfen entscheiden, was damit gemacht wird. Besitz ist die physische Gewalt, also wir haben es tatsächlich in der Hand, also. Nehmen wir ein Beispiel, wenn ich jemanden seine Federmappe wegnehme, dann ist er noch Eigentümer, der hat immer noch rechtliche Gewalt, der kann mich anzeigen, weil es ja seins ist. Ich bin der Besitzer, der kann zwar machen, was er will, rechtlich, ich darf nicht machen, was ich will, aber ich habe halt die wirkliche Gewalt. Ich kann die Federmappe wegnehmen, ich kann sie wegwerfen, ich kann sie ihm zurückgeben. Ja, das Gegenteil ist die Sicherungsübereignung. Da ist genau halt umgekehrt, wir treten das Eigentum ab. Bleiben jedoch der Besitzer. Das heißt, die Sache für das Unternehmen wird weiter nutzbar, aber die rechtliche Gewalt hat dann derjenige, dem wir gegenüber die Schuld haben. Bei Immobilien, das ist also die Haftung mit unbeweglichen Gegenständen, da gibt es die Grundschuld. Die wird oft falsch verstanden. Am besten sage ich immer, man muss sich einen Überziehungskredit wie beim normalen Kontokorrentkredit vorstellen. Das heißt, die Grundschuld, die bleibt nach Tilgung bestehen. Wir sagen, da ist eine Immobilie, Grundbuch, ich möchte hier eine Grundschuld eintragen lassen. Keine Ahnung, sagen wir, das Grundstück kostet 100.000, eine Grundschuld von 10.000. Das heißt, ich darf das Grundstück mit bis zu 10.000 belasten. Wenn derjenige, dem ich gegenüber das sozusagen als Sicherung gegeben habe, wenn ich dem meine Schuld abgetreten habe, hat er keinen Anspruch mehr auf diese 10.000 natürlich dort. Aber die Grundschuld bleibt bestehen. Ich kann diese 10.000, diese Überziehung vom Wert des Grundstücks, kann ich jemand anderen als Sicherung dafür geben. Das ist damit zu verstehen. Das wird oftmals falsch verstanden. Vorteil hier ist, wir haften nur mit der Immobilie. Also wenn es wirklich zum Zahlungsausfall kommt, dann ist unsere Immobilie halt weg und die Bank wird sich im Grundbuch auch als Erste eintragen lassen. Aber der Rest ist halt sicher. Bei der Hypothek sieht es ein bisschen anders aus. Die erlischt mit der Tilgung. Das ist also kein nicht wie ein Überziehungskredit, sondern das ist wirklich wie ein Darlehen. Wenn es getilgt wird, ist es weg.
Und hier haften wir allerdings mit der Immobilie und mit unserem gesamten weiteren Vermögen. Machen wir dazu mal eine kleine Übung. Nummer 1. Gibt bei unten stehender Tabelle an, um welche Finanzierungsart es sich handelt. Die Tabelle kennt ihr. Wer meine Smileys noch nicht kennen sollte, die haben verschiedene Farben mit verschiedenen Bedeutungen. Grün ist einfach Anwendung vom Wissen, relativ stupide. Gelb, ja, okay, das ist jetzt wirklich verstehen und das Anwenden, eventuell umdenken. Und Rot ist wirklich kompliziert, das ist um die Ecke denken. Also etwas, was ich nicht direkt vorgestellt habe, was man aber daraus ableiten kann. Das wäre dann so die Schwierigkeitsgrade. Ihr seht, es kommt noch eine zweite Folie. Am besten ihr pausiert und fangt hier an zu lösen. Ich gehe jetzt zur zweiten Folie. Hier seht ihr die nächsten zwei Aufgaben, zweitens und drittens, alle Schwierigkeitsgrad Mittel quasi. Und ja, pausiert wieder das Video, versucht die Aufgaben zu lösen und ich springe schon mal zur Lösung. Wir schauen mal, was rauskommt. Okay, kommen wir zur Lösung. Natürlich fangen wir mit erstens an. Ist quasi Wiedergabe der Tabelle, die ich aufgestellt habe. Wer aufmerksam war, hat vielleicht gemerkt, dass ich bei der Finanzierung die Reihenfolge geändert habe. Also, wir haben erstmal die Privateinlage hier nach der Tabelle. Hier handelt es sich um Außen- und Eigenfinanzierung. Beim Darlehen ist es Außen- und Fremdfinanzierung. Rückstellung ist Innen- und Fremdfinanzierung. Die Thesaurierung ist Innen- und Selbstfinanzierung. Zession ist Außen- und Fremd. Einstellung des Gewinns in Eigenkapital ist Innen- und Selbst. Leasing ist Außen- und Fremd. Emittierung, also neue Aktien, ist Außen- und Eigen. Neuen Gesellschafter mit ins Boot zu holen, ist Außen- und Eigenfinanzierung. Okay. Zweitens. Aufgabe war, stelle die Finanzierung mittels Fest-, Zinsdarlehen, Tilgungsratendarlehen und Annuitätendarlehen rechnerisch gegenüber. Folgende Angaben liegen vor: ein Darlehen in Höhe von 72.000 Euro, direkt am Anfang des Jahresbeginns zu laufen, für 3 Jahre mit 4% Zinsen. Beim Ratendarlehen soll monatlich in gleichbleibenden Raten getilgt werden. Heißt also, das, was wir gelernt haben dazu, nochmal angewendet mit anderen Zahlen. Ich fange natürlich hier auch mit einem Fest- und Zinsdarlehen an. Hier gilt natürlich wieder, da die Tilgung erst am Ende der Laufzeit im einen Betrag ist, bleiben die Zinsen immer gleich und errechnen sich mit Darlehensbetrag mal Zinssatz. Das wäre in diesem Fall 72.000 Euro mal 4%, macht 2.880 Euro jährlich. Ja, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir fangen mit 72.000 Darlehen an. 4% Zinsen davon sind 2.880 Euro, haben wir schon ausgerechnet. Getilgt wird nicht, das heißt Annuität ist gleich Zinsen. Und da nicht getilgt wird, ist Darlehensbetrag Jahresende gleich Jahresanfang. Das übernehmen wir in 2016. Wieder 4% Zinsen davon macht 2.880 Euro. Ohne Tilgung heißt auch gleichbleibende Annuität, heißt gleichbleibender Darlehensbetrag Jahresende, der auch wieder der Anfang für 2017 ist. Zinsen sind natürlich wieder gleich. Diesmal allerdings Tilgung, und zwar in der Höhe des gesamten Darlehens, macht eine hohe Annuität im letzten Jahr von 74.880 Euro. Und am Ende sollte natürlich kein Darlehen mehr vorhanden sein. Summieren wir das, kommen wir auf Zins von 8.640 Euro, eine Tilgung natürlich von 72.000 Euro und eine Annuität von 80.640 Euro. Ja, dann hatten wir das Ratentilgungsdarlehen. War ein bisschen schwerer, weil man jetzt mehrfach rechnen muss. Tilgung ist allerdings konstant, aber die Basis für die Zinsen sinkt ja logischerweise. Und die Tilgung ist halt Darlehensbetrag geteilt durch Laufzeit, macht 72.000 Euro durch 3 Jahre gleich 24.000 Euro pro Jahr getilgt. Wir starten 2015 mit einem Darlehen in Höhe von 72.000 Euro, zahlen davon 4% Zinsen, macht 2.880 Euro, tilgen davon 24.000, was eine Annuität macht von 26.880 und am Ende einen Darlehensbetrag von 72 minus 24.000 gleich 48.000. Mit denen fangen wir 2016 an als neue Bemessungsgrundlage für die Zinsen. 4% davon sind 1.920. Getilgt wird 24.000, ergibt eine Annuität von 25.920, macht am Ende ein Darlehen von 24.000 Euro. Ist natürlich für 2017 der Start und die neue Bemessungsgrundlage, macht Zinsen von 960 Euro.
Eine Tilgung von 24.000 macht eine Annuität von 24.960 Euro. Es verbleibt natürlich kein Darlehen mehr am Ende. Und summieren wir die Zinsen, sehen wir sind hier natürlich günstiger mit 5.760 Euro. Die Tilgung sind 72.000 und die Annuität macht 77.760 Euro. Ja, unter vierten Zeiten, also Lösung 4 stelle ich jetzt vor, das Annuitätendarlehen. Die Formel möchte ich nicht nochmal vorlesen, wir haben sie ja behandelt, sie steht nochmal da. Aber wir müssen natürlich die Werte einsetzen. Und zur Darlehenssumme von 72.000 Euro mal 1 plus 0,04, also der Zinssatz in Dezimalzahl hoch 3 Jahre, mal 0,04. Das Ganze geteilt durch, in Klammern 1 plus 0,04, Klammer zu, hoch 3 minus 1. Ergibt für den Zähler 0,0449956, für den Nenner 0,124864. Und das Produkt aus den Quotienten von Zähler, Nenner, war das schön mathematisch, ergibt eine jährliche Annuität von 25.945,09 €. Wir fangen natürlich 2015 wieder mit unserem gesamten Darlehen von 72.000 Euro an, worauf 4% Zinsen von 2.088 Euro entfallen. Die Differenz zwischen Zinsen und unserer errechneten Annuität ergibt die Tilgung von 23.065,09. Unsere Annuität ist halt bis aufs letzte Jahr festgelegt mit dem, was wir ausgerechnet haben. Das übernehmen wir. Ja, die Differenz aus dem Darlehensbetrag minus der Tilgung ergibt den Darlehensbetrag Jahresende von 48.934,91. Damit starten wir in 2016 und nehmen davon 4% als Zinsen, was 1.957,40 € macht. Die Tilgung ist jetzt natürlich höher, die Differenz aus Zinsen und Annuität. Wir tilgen diesmal 23.987,69 €. Unsere Annuität muss das sein, was wir ausgerechnet haben. Am Ende haben wir noch einen restlichen Darlehensbetrag von 24.947,22 €, mit dem wir auch in 2017 wieder anfangen. Davon 4% Zinsen macht 997,89 €. Die Tilgung, jetzt müssen wir halt unser gesamtes Darlehen minus die bereits getätigten Tilgungen nehmen, damit wir aufs richtige Ergebnis kommen. Macht 24.947,22 €. Das heißt ja, eine abweichende Annuität, die weicht ja meistens im letzten Jahr ab, von 24.945,11 € ergibt einen Darlehensbetrag am Jahresende von 0. Muss ja. Insgesamt haben wir also für dieses Darlehen Zinsen von 5.835,29 €. Haben natürlich insgesamt 72.000 getilgt und die gesamte Annuität war 77.835,29 €. Ja, fünftens. Da war die Frage, um welche Art von Kredit bzw. Kreditsicherheit handelt es sich bei folgenden Beschreibungen, also Aufgabe 3. Ja, hier hatte ich einige Fälle erstellt, 6 Stück. Schau mal, was was ist. Bei A hieß es, dass diese Kreditsicherheit aufgrund von Bekanntheitsgrad gewährt wird. Das kann also nur der Personalkredit sein. Bei B war es eine dingliche Haftung mit einer Immobilie. Okay, das heißt also Grundschuld oder Hypothek. Die Schuld bleibt allerdings nach Tilgung bestehen. Da bleibt nur die Grundschuld, die Hypothek erlischt ja mit Zahlung. C. Es eignet sich nicht, wenn Sache noch selbst verwendet werden soll. Okay, das heißt, wir müssen jetzt bei den Mobilien sein, sonst können wir die Sache selbst nicht verwenden. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen Pfand, den Lombardkredit. D. Ein Dritter haftet bei Zahlungsausfall, jedoch erst, wenn Insolvenzverfahren gegen Hauptschuldner erfolglos war. Okay, Dritter haftet bei Zahlungsausfall. Da kommt jetzt natürlich in Frage Bürgschaft oder Zession. Wenn hier so steht, erst wenn das Insolvenzverfahren gegen Hauptschuldner erfolglos war, dann sind wir bei der Bürgschaft und zwar zwingend bei der nicht selbstschuldnerischen Bürgschaft. E. Das Eigentum wird dem Kreditgeber übereignet, Schuldner bleibt aber Besitzer. Gut, das ist eigentlich ganz klar, das kann nur der Sicherungsübereignungskredit sein. F. Ein Dritter, der Unternehmer ist, haftet bei Zahlungsausfall des Schuldners. Ja, das kann ja dann nur die Bürgschaft sein, allerdings die selbstschuldnerische, weil die von Unternehmer ist immer selbstschuldnerisch. Ja, das war die Anwendung zu diesen Aufgaben. Damit sind wir bei den Themen erstmal durch.
komme jetzt damit zur Investition. Und dabei handelt es sich ganz einfach darum, wie bzw. wofür die Geldmittel denn verwendet werden, die wir durch unsere Finanzierung erlangt haben. Das dient halt zur Beschaffung von Anlagevermögen, welches auf dem Unternehmen ist, oder Umlaufvermögen, welches nur kurzfristig verbleibt. Logischerweise ist Investition und Finanzierung damit direkt gekoppelt, da wirtschaftlich investiert werden muss, dazu jedoch überlegt werden muss, wie diese Investitionen finanziert werden können. Und die häufigsten Finanzierungsmöglichkeiten sind halt die Eigenfinanzierung. Dabei wird das Eigenkapital verwendet, kein Nebenaufwand, Darlehen. Da entsteht ein Zinsaufwand und Sachen werden dauerhaft erworben. Ein Leasing, ein hoher Aufwand, keine Sache wird erworben, jedoch schneller Austausch der Sache möglich. Das heißt, der neueste technische Stand kann gehalten werden. Das ist der große Vorteil vom Leasing. Hierbei müssen wir einen wichtigen Begriff besprechen, der häufig erwähnt wird, häufig verwendet wird, meist aber leider nicht verstanden wird, der sogenannte Effektivzins. Oft gehört, wie gesagt, aber meistens weiß man gar nicht, was das ist. Oft hört man es, wie gesagt, auch mit bei Darlehen oder Kredit. Und da spielt er tatsächlich auch eine wichtige Rolle. Der Effektivzins ist nämlich ein kalkulatorischer Wert, welcher nicht nur den normalen Zinsaufwand, also den Jahreszins quasi, sondern quasi alle anderen Aufwendungen, die mit diesen Darlehen in Verbindung stehen, berücksichtigt und quasi einen tatsächlichen Zinssatz darstellt, der als Vergleichswert herangezogen werden kann. Weil der Zinssatz selbst ist nicht ganz hilfreich. Mir hilft es nicht zu wissen, wenn ich jährlich 1000 Euro Zinsen zahle, habe aber noch andere Konditionen zugesagt, weiß nicht, irgendwelche Zahlungen oder Bearbeitungsgebühren, wo ich tatsächlich, wenn ich umrechnen würde, aufs Doppelte käme. Dafür ist dieser Effektivzins wichtig. Der berechnet sich mit, wenn wir es jetzt jährlich betrachten, ansonsten müssen wir ein bisschen umrechnen wegen Jahre, Monate, Tag etc. Klammer auf, Gesamtaufwand durch Auszahlbetrag mal 100% geteilt durch Jahre. Und oftmals wird halt bei einem Darlehen ein Damnum oder Disagio fällig, das sogenannte Aufgeld auch oder Abgeld. Und dabei ist es eine Art Gebühr, die die Bank erhebt und die mit dem eigentlichen Auszahlbetrag verrechnet wird, sodass weniger ausgezahlt wird. Es ist quasi eine Bearbeitungsgebühr, die direkt verrechnet wird. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal A, ein Festdarlehen, 100.000 Euro, direkt am Jahresbeginn läuft es, 3 Jahre lang mit 5%, hatten wir ja gerade so ähnlich gehabt. Der Auszahlbetrag ist natürlich der Darlehensbetrag, macht 100.000 Euro. Der Gesamtaufwand setzt sich nur durch die Jahreszinsen zusammen, die sind halt 100.000 Euro mal 5% pro Jahr mal 3 Jahre, macht Zinsen und Gesamtaufwand von 15.000 Euro. Setzen wir das ein, haben wir also einen Gesamtaufwand von 15.000 Euro. Durch unseren Auszahlbetrag von 100.000 Euro mal 100%, das Ganze geteilt durch die 3 Jahre Laufzeit, ergibt also einen Effektivzins von 5%. Sollte es auch sein, macht Sinn, weil wir haben als einzigen Aufwand nur den Jahreszins. Das heißt, Jahreszins und Effektivzins müssen hier gleich sein. Ansonsten hätte ich mich verrechnet. B. Hier ist es halt nicht so. Da haben wir im Festdarlehen auch 100.000 Euro. Das läuft auch 3 Jahre ab dem 1.1. Die Zinsen sind wunderbar. Wir zahlen nur 4%, ein ganz Prozent weniger. Sieht doch gut aus. Allerdings haben wir ein Disagio von 5%. Ja, und jetzt müssen wir halt unternehmerisch betrachten, was von beiden ist besser. Und wenn wir jetzt nur die Zinsen betrachten, wird natürlich sagen, B ist besser. Weil da haben wir halt 4% für 100.000 mal 3. Links haben wir 5% von 100.000 mal 3. Aber das ist halt nur der Vergleich zu Zins. Jetzt können wir den Effektivzins betrachten, wo das Disagio quasi berücksichtigt wird. Das heißt, wir vergleichen quasi den Gesamtaufwand auf prozentualer Ebene. Und das ist jetzt unternehmerisch nämlich interessant. Der Auszahlbetrag ist Darlehensbetrag, wie immer. Allerdings wird es in der Regel mit dem Disagio verrechnet. Das heißt, wir müssen das Disagio abziehen. Das Disagio sind 100.000 Euro mal 5%, die wir von den 100.000 abziehen müssen. Heißt also, unser Auszahlbetrag sind 100.000 Euro minus 5.000 Euro. Sind 95.000 Euro. Wir kriegen also nicht alles ausgezahlt, dürfen aber wohl alles zurückzahlen. Der Gesamtaufwand ergibt sich hier aus den Jahreszinsen plus Disagio. Ist ja auch ein Aufwand, ist ja eine Bearbeitungsgebühr. Die Jahreszinsen sind 100.000 Euro mal 4% pro Jahr mal 3 Jahre. Das Disagio haben wir schon ausgerechnet mit 5.000 Euro, das müssen wir natürlich addieren. Heißt also, wir haben einen Gesamtaufwand von 12.000 Euro Zinsen. Plus 5.000 Euro Disagio macht 17.000 Euro Gesamtaufwand.
Hier sieht man es eigentlich schon, der Gesamtaufwand ist mit 17.000 um 2.000 höher. Aber man möchte es halt in der Regel als Prozentzahl haben. Der Effektivzins sind jetzt also 17.000 Euro durch 95.000 Euro. Das ist wichtig, nicht das Darlehen, sondern der Auszahlbetrag ist die Basis. Mal 100%, Klammer zu, das durch 3 Jahre, ergibt rund einen Effektivzins von 5,96%. Ist also deutlich ungünstiger. Das bringt uns auch schon zu den Kennzahlen. Das ist jetzt keine Kennzahl gewesen, aber von der Logik her nähert sich das halt an, weil Kennzahlen dienen natürlich dazu, Sachen vergleichbar zu machen. Wir haben jetzt mit diesem Effektivzins quasi eine Vergleichsebene für verschiedene Kredite, Darlehen geschaffen. Kennzahlen machen etwas Ähnliches. Das sind halt wirtschaftlich relevante Vergleichswerte, die dazu dienen, die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens zu messen. Da haben wir zum Beispiel die Eigenkapitalrentabilität, auch Eigenkapitalverzinsung genannt. Und die gibt halt bei Investitionen an, wie sich das eingesetzte Eigenkapital im Verhältnis zu den erwirtschafteten Gewinn verhält. Also quasi, wenn wir, wie unser Eigenkapital sich quasi verzinsen würde. Das ermöglicht uns zu vergleichen, welche Investitionen verhältnismäßig mehr Gewinn bringen. Und was natürlich also für uns wirtschaftlich betrachtet günstiger ist zu investieren. Sie berechnet sich mit Gewinn durch eingesetztes Eigenkapital mal 100%. Gut, nach der Definition hätte man wahrscheinlich da auch drauf kommen können. Es gibt auch noch die Gesamtkapitalrentabilität, Gesamtkapitalverzinsung. Wie der Name schon vermuten lässt, ist halt ähnlich der Eigenkapitalverzinsung, nur man betrachtet halt das gesamte eingesetzte Kapital im Verhältnis zu den erwirtschafteten Rohgewinnen. Und damit kann man halt vergleichen, welche Investitionen verhältnismäßig mehr Gewinn bringen und auch was günstiger ist zu investieren. Es ist halt immer nur die Frage, möchte ich jetzt wissen, wie viel mein Eigenkapital sich verzinst oder mein Gesamtkapital? Weil mein Gesamtkapital sind ja auch die Schulden, die ich habe. Quasi kann man auch eine Differenz aus diesen beiden Verzinsungsarten bilden und sehen, ah, so würden sich also meine Schulden verzinsen. Sie ist ein bisschen komplizierter zu berechnen. Das ist nämlich, Klammer auf, Reingewinn plus Fremdkapitalzinsen, Klammer zu, durch eingesetztes Kapital mal 100%. Dann haben wir noch die Eigenkapitalquote. Die ist interessant, denn die gibt an, wie groß der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Also prozentualer Wert, weil Gesamtkapital ist ja Eigenkapital und Fremdkapital. Und hier gilt nämlich, umso höher das Eigenkapital und damit diese Quote ist, desto kreditwürdiger ist das Unternehmen, da es mit Fremdkapital nicht haften kann. Das heißt, wenn jemand, der Ahnung von Wirtschaft hat oder von Unternehmenswirtschaft zumindest, die Bilanz sieht von einem Unternehmen und größere Unternehmen bilanzieren und veröffentlichen halt, der kann direkt mit diesen Kennzahlen erkennen, wie es um das Unternehmen steht, ob sich lohnt zu investieren oder auch nicht. Und das ist für ein Unternehmen sehr wichtig, weil wenn es natürlich unlukrativ aussieht, in ein Unternehmen zu investieren, ist es schwer, Geld zu beschaffen, kann auch weniger Aufträge bewirken und, wenn man es kann man leider auch verstehen, ein Kreditgeber, zum Beispiel eine Bank, wird erkennen und wird keinen Kredit geben, wenn man nicht kreditwürdig ist. Die schauen sich dann die Eigenkapitalquote an und sagen, wow, ho, das Eigenkapital ist nur 10%, der kann ja quasi nicht haften, den gebe ich lieber keinen Kredit, das kriege ich ja nie wieder. Die Eigenkapitalquote berechnet sich mit Eigenkapital durch Gesamtkapital mal 100%. Klar, ist eine Quote. Fremdkapitalquote ist ähnlich. Die ist halt nur nicht Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital, sondern Fremdkapital zum Gesamtkapital. Und man kann sie auf verschiedene Weise berechnen. Eigentlich Fremdkapital durch Gesamtkapital mal 100%. Man kann aber auch einfach die Differenz zwischen 1 minus Eigenkapitalquote als Dezimalzahl rechnen. Da hat man auch Fremdkapital. Sie müssen jetzt zusammen 100% ergeben. Dann der Verschuldungsgrad, auch eine wichtige Kennzahl für die Finanzwürdigkeit, Kreditwürdigkeit. Das gibt das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital an. Ist damit auch für die Kreditwürdigkeit wichtig. Bei sogenannten Nichtbanken, weil die haben natürlich einen relativ hohen Verschuldungsgrad, aber bei Nichtbanken soll der Verschuldungsgrad höchstens 200% sein, sonst gilt die Kreditwürdigkeit als gefährdet. Hier rechnen wir Fremdkapital durch Eigenkapital mal 100%. Mal anders ausgedrückt, wenn unser Fremdkapital mehr als doppelt so hoch unser Eigenkapital ist,
dann sind wir nicht mehr kreditwürdig und haben echte Probleme. Sagen wir, drunter sind, ist unternehmerisch alles okay. Aber wenn der Verschuldungsgrad größer 200% ist, haben wir ein Problem. Dann haben wir auch die verschiedenen Liquiditäten. Die Liquidität ersten Grades, sogenanntes Cash Ratio. Das gibt das Verhältnis der liquiden Mittel, in dem Fall sind die liquiden Mittel Bank und Kasse. Also das, was man wirklich, liquid heißt ja flüssig quasi, das heißt, wie flüssig wir sind. Und Bank und Kasse, da haben wir halt wirklich schnell Zugriff, das ist sehr, sehr flüssig quasi, wir können sofort damit zahlen. Und das ist halt das Verhältnis von diesen liquiden Mitteln zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten und ist damit eine Kennzahl dafür, wie flüssig wir sind. Berechnet wird sie mit Summe aus Bank und Kasse geteilt durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten mal 100%. Dann haben wir die Liquidität zweiten Grades, auch Quick Ratio genannt. Ähnlich wie Liquidität 1, allerdings für den liquiden Mitteln werden jetzt noch die kurzfristigen Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens hinzugerechnet. Das ist also für eine mittelfristige Liquidität, weil die können wir natürlich nicht so schnell Geld machen. Wir werden die Forderungen und die Wertpapiere des Umlaufvermögens innerhalb von einem Jahr bekommen. Es wird nicht länger als ein Jahr laufen. Aber halt, das ist natürlich nicht so schnell wie Bank oder Kasse. Die Summe ist natürlich jetzt Bankkasse plus diese Forderung und plus die Wertpapiere des Umlaufvermögens geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten mal 100%. Liquidität 3 ist noch eine Erweiterung von der 2, wird Current Ratio genannt. Das ist das gesamte Umlaufvermögen, also auch Rohre, Höchstbetriebsstoffe, Waren zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten und ist eine Kennzahl für langfristige Liquidität. Wir haben jetzt also quasi alles vom Umlaufvermögen, Bankkasse, kurzfristige Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Waren, RHB, durch kurzfristige Verbindlichkeit mal 100%. Also diese Liquidität ist quasi alles, was man recht schnell zu Geld machen kann und was halt schnell heißt, ja ungefähr vielleicht, ja. Anlagevermögen geht halt nicht so schnell zu Geld zu machen wie Umlaufvermögen. Ja, damit kommen wir wieder zu Übungen. Ich brauche für die Übung zwei Folien. Bitte pausiert wieder an den entsprechenden Stellen, macht euch eure Notizen, versucht die Aufgaben zu lösen. Nur wenn man Wissen elaboriert, das heißt auch anwendet und übt, kann es sich festigen. Ansonsten ist es halt schnell verloren. Darum macht am besten die Übungen, pausiert an der Stelle und wir schauen mal, wie es am Ende ausgeht. Wir vergleichen natürlich zusammen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur ersten Lösungsfolie, zur Aufgabe 1. Hier soll die Eigenkapitalquote, Fremdkapitalquote und der Verschuldungsgrad, die hängen ja quasi zusammen, für ein Unternehmen, welches ein Eigenkapital von 100.000 Euro und ein Fremdkapital von 150.000 Euro hat, berechnet werden. Die Frage ist hierbei natürlich ganz interessant, wie sieht es denn mit der Kreditwürdigkeit des Unternehmens aus, wenn es sich um keine Bank handelt? Naja, fangen wir an mit der Eigenkapitalquote, ist ja Eigenkapital durch Gesamtkapital mal 100%. In dem Fall also 100.000 durch 100.000 plus 150.000, Klammer zu, mal 100%. Also 100.000 durch 250.000 mal 100% macht 40%. Fremdkapital ist, kann ich jetzt schon sagen, die Differenz von 100% minus 40% sind 60%. Aber um die Formel anzuwenden, rechnen wir halt Fremdkapital durch Gesamtkapital mal 100%. Also 150.000 durch 100.000 plus 150.000 Euro mal 100% macht 150.000 durch 250.000 mal 100% gleich 60%. Ja, der Verschuldungsgrad ist der Fremdkapital durch Eigenkapital mal 100%. Unser Fall also 150.000 Euro durch 100.000 Euro mal 100%. Ein Verschuldungsgrad von 150% hätten wir auch schon in den vorigen Werten erkennen können. Das Verhältnis von 60% durch 40% ist nämlich auch 150%. Hier gilt ja grundsätzlich, wenn das Fremdkapital sollte maximal das Doppelte des Eigenkapitals ausmachen oder anders ausgedrückt, der Verschuldungsgrad soll maximal 200% betragen, dann ist das Unternehmen kreditwürdig. Ja, wir sind unter 200%, wir sind also noch kreditwürdig. Zweitens, berechne die Liquidität ersten bis dritten Grades eines Unternehmens. Wie ist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens anhand dieser Kennzahlen einzustufen? Ja, Liquidität 1 ist ja die Summe aus Bank und Kasse durch unsere kurzfristigen Verbindlichkeiten mal 100%. Das war hier in dem Fall die Summe aus 48 plus 2000 Euro durch 100.000 Euro mal 100% macht 50%.
Liquidität 2, wir erweitern die Summe aus Bankkasse mit kurzfristigen Forderungen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und teilen diese durch die kurzfristigen Verbindlichkeiten 100%. Wäre also hier die Summe aus 48.000 plus 2.000 plus 20.000 geteilt durch 100.000 Euro mal 100%. Macht also 70.000 durch 100.000 mal 100% sind 70%. Liquidität ist halt die Höchst des Gesamtumlaufvermögens, was Bank, Kasse, kurzfristige Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Waren und RHW umfasst. Das alles teilen wir durch unsere kurzfristigen Verbindlichkeiten und multiplizieren das mit 100%. Heißt in unserem Fall also die Summe aus 48.000 plus 2.000 plus 20.000 plus 5.000. Das teilen wir alles durch 100.000 mal 100%. Heißt also insgesamt 75.000 durch 100.000 mal 100% macht eine Liquidität 3 von 75%. Da jede Liquidität klein 100% ist, ist das Unternehmen nicht in der Lage, die kurzfristigen Verbindlichkeiten zeitnah zu begleichen, womit halt die wirtschaftliche Lage als ungünstig einzustufen ist. Warum? Es besteht natürlich die Gefahr der Insolvenz. Drittens. Entscheide anhand des Effektivzinses, welches der folgenden Darlehen günstiger ist. Die Formel habe ich nochmal oben hingeschrieben. Ratendarlehen, Auszahlbetrag ist ja hier der Darlehensbetrag von 120.000 Euro. Der Aufwand ist halt nur die Jahreszinsen, die sich mir rechnen mit 120.000 Euro plus 80.000 Euro plus 40.000 Euro. Wir tun ja quasi jährlich tilgen ein Drittel. Das Ganze mal 6% macht 14.400 Euro. Jeder andere Rechenweg ist auch zulässig. Das jetzt hält wirklich nur die Kurzvariante, weil ich gerne beides auf einer Folie gehabt hätte. Der Effektivzins ist jetzt also unsere Formel, der Gesamtaufwand von 14.400 durch unser Darlehen von 120.000 Euro mal 100%, Klammer zu. Das Gesamte geteilt durch 3 Jahre macht einen Zinssatz von 4%. Hätte man jetzt auch gar nicht rechnen brauchen. Also nicht so rechnen brauchen, wie gesagt. Wir haben ja die 6% zu quasi 3 Drittel, zu 2 Drittel, zu 1 Drittel. Ja, hätte man halt auch eine Durchschnittsmethode wählen können. 6 plus 4 plus 2 durch 3 wären auch bei 4%. Aber okay, ich will jetzt nicht die ganzen Rechenwege. Es gab halt vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ja, das Festdarlehen. Auszahlbetrag ist hier die Differenz zwischen Darlehensbetrag und dem gewährten Disagio. Sind also 100.000 Euro minus 100.000 Euro mal 4%. Sind also 100.000 Euro minus 4.000 Euro sind 96.000 Euro, die wir nur ausgezahlt bekommen. Der Gesamtaufwand ist Jahreszinsen plus Disagio. Die Zinsen sind 100.000 Euro mal 4% pro Jahr. Das machen wir 4 Jahre lang. Und unser Disagio von 4.000 Euro noch dazu. Sind also 16.000 Euro plus 4.000 Euro macht 20.000 Euro Gesamtaufwand. Ja, setzen wir das also in die Formel ein, haben wir 20.000 Euro geteilt durch 96.000 Euro mal 100%, Klammer zu, geteilt durch 4 Jahre. Macht also 5,21%, die wir einen Effektivzins haben. Damit ist natürlich das Festdarlehen ungünstiger in dem Fall. Oder anders ausgedrückt, das Ratendarlehen ist günstiger. Viertens, das war, wie man am Smiley erkennen konnte, eine komplexe Aufgabe. Hier muss man wirklich sehr umdenken. Und für all die es nicht geschafft haben, ist nicht schlimm. Ich präsentiere natürlich gerne die Lösung, damit man es auch nachverfolgen kann. Ihr seht, ich werde auch ein bisschen Platz brauchen. Frage war hier ganz grob: Wie hoch darf der Zinssatz für das Darlehen maximal sein, damit die jährliche Eigenkapitalrentabilität wenigstens 10% beträgt? Also, das ist jetzt, wenn man so wollte, eigentlich fast die ganze Vorlesung gemischt gewesen, die Aufgabe. Bin ich auch sehr stolz drauf. Und ja, ich wurde das tatsächlich auch schon gefragt. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Hier gilt ja die Formel: Eigenkapitalrentabilität errechnet sich aus Gewinn durch eingesetztes Eigenkapital mal 100%. Und bis auf Gewinn sind ja alle Variablen bekannt. Lässt sie sich natürlich daher nach dem Gewinn umstellen. Das war die erste Hürde. Stellen wir sie um, haben wir halt Gewinn ist gleich Eigenkapitalrentabilität mal eingesetztes Eigenkapital durch 100%. Damit können wir den Gewinn, der mindestens erwirtschaftet werden muss, um die Eigenkapitalquote zu erfüllen, folgendermaßen errechnen. Wir setzen halt einfach das hatten, was wir ein.
Die Eigenkapitalrentabilität sollte 10% sein. Die müssen wir also dafür einsetzen. Unser Eigenkapital, was wir einsetzen, soll 100.000 Euro sein, wissen wir aus der Aufgabe. Setzen wir auch ein, multiplizieren wir damit, teilen das Ganze durch 100% und wissen, wir brauchen zwingend einen Gewinn von mindestens 10.000 Euro, damit wir diese geforderte Eigenkapitalität von 10% erreichen. So, haben wir schon mal eine Variable beseitigt. Sind wir einen Schritt näher an der Lösung. Damit der Kauf finanziert werden kann, muss ein Darlehen Höhe der Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem Eigenkapital ausgezahlt werden. Macht natürlich auch Sinn. Das, was ich selber nicht aufbringen kann, muss ich anderswo herbekommen. Auszahlbetrag von Darlehen ist der Anschaffungskosten minus Eigenkapital in dem Fall. Heißt also, 300.000 Euro brauchen wir für die Anschaffung. 100.000 Euro haben wir, dass wir selbst investieren. Heißt, wir brauchen ein Darlehen von 200.000 Euro. Wir wissen jetzt allerdings, dass die Bank eine Sage von 2% einbehalten wird. Das heißt, unser Darlehen muss größer 200.000 Euro sein. Die 200.000 Euro sind lediglich 98% der tatsächlichen Darlehenshöhe. Das heißt, wir müssen das Disagio noch aufschlagen. Der Darlehensbetrag ist ja unser Auszahlbetrag Darlehen durch 0,98 in dem Fall, weil ja 2% Disagio sind. Die 200.000 sind ja nur 98%. Wenn ich es also durch 0,98 teile, komme ich aufs Gesamte. Das heißt, 200.000 durch 0,98 heißt, wir brauchen tatsächlich ein Darlehen von 204.081,63, damit wir überhaupt die 200.000 zusammenkommen, weil alleine 4.081,63 an Disagio draufgehen. Hätten wir gesagt, wir brauchen Darlehen von 200.000 Euro, hätte die Bank jetzt 2% Disagio, also 4.000 Euro, einbehalten, hätten wir nur 196.000 gehabt, hätten wir uns die Finanzierung ja gar nicht leisten können. Das Disagio verteile ich auf 5 Jahre. Das heißt, Darlehensbetrag minus Auszahlbetrag nochmal sind 204.081,63 minus die 200.000, heißt das Disagio. Das wir haben, sind 4.081,63. Das brauchen wir dann für den Gesamtaufwand. Ja, und jetzt lichten sich langsam die Fragezeichen, denke ich. Unser jährlicher Aufwand für das Disagio ist halt der Gesamtbetrag von Disagio von 4.081,63 durch 5 Jahre. Das heißt, wir haben jährlich einen Aufwand von 816,33 € durch das Disagio. So, jetzt brauchen wir diesen maximalen Zinssatz. Und dazu ist es nötig zu errechnen, wie hoch der maximale Zinsaufwand denn sein darf. Das ergibt sich natürlich, indem wir die Formel zur Gewinnberechnung umstellen und der errechnete Mindestgewinn, den wir mindestens brauchen, von 10.000 Euro einsetzen. Gewinn ist ja quasi Erträge minus Aufwendung. Wie ihr wisst, unser Gewinn ist in dem Fall die ganzen Erträge, das sind bei uns halt nur die Mieterträge, minus unsere Aufwendungen. Das ist unser jährlicher Disagio, unser Zinsaufwand, unsere Anliegergebühren, das Wasser, das Gas, die Abfallentsorgung und die Grünpflege. Stellen wir das jetzt um. Das einzige Unbekannte in dieser Formel ist ja der Zinsaufwand, den wir haben. Der Rest, den haben wir berechnet. Wir brauchen nur noch den Zinsaufwand. Stellen wir das um also, quasi wir rechnen minus Gewinn plus Zinsaufwand auf beiden Seiten. Da haben wir Zinsaufwand ist der Gewinn minus die Mieterträge plus die ganzen Aufwendungen. Der Zinsaufwand ist hiermit dann also 10.000 Euro minus Klammern 1.000 Euro mal 6 Wohnungen mal 12 Monate, Klammer zu, also unser Ertrag, plus 816,33 € für unser jährliches Disagio und dann die ganzen anderen Nebenkosten 6.000 Euro, 8.000 Euro, 12.000, 6.800, 9.200. Das heißt, unser Zinsaufwand darf maximal 10.000 Euro minus 72.000 Euro plus 42.816,33 € betragen. Macht also maximal 19.183,67 Euro. Damit sind jetzt die Höhe der maximalen jährlichen Zinsaufwandes sowie die Höhe des Darlehens bekannt. Ja, wenn man Zinsaufwand und Darlehens hört, kann man den Zinssatz errechnen. Der Zinssatz ist halt Zinsaufwand durch Darlehensbetrag mal 100%. Das heißt also, unser Zinsaufwand von maximal 19.183,67 durch unser Darlehen von 204.081,63 mal 100% ergibt einen Zinssatz von rund 9,4%, den wir haben.
Das war die Frage. Wir wissen jetzt durch ganz viel Umstellen und Umdenken, wir dürfen maximal einen Zinssatz von 0,4% in Anspruch nehmen, damit wir das Darlehen haben. Als schöner Antwortsatz formuliert, um bei gegebenen Erträgen und Aufwendungen eine Eigenkapitalrentabilität von angestrebten 10% zu erreichen, darf das Darlehen, welches für die Investition nötig ist, maximal einen Jahreszins von 9,4% aufweisen. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, das Thema war deutlich interessanter, als ich mir erhofft hatte. Ich hoffe, ich konnte das auch so interessant rüberbringen und auch natürlich lehrreich. Ich würde mich um Abonnements befreuen, um gute Bewertungen. Daumen hoch hilft mir auch viel weiter. Teilt am besten das Video, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn umso mehr ihr mir gute Bewertungen gebt, umso mehr Daumen hoch, umso besser kann ich damit arbeiten, umso mehr kann ich vor allem auch machen. Und es macht auch viel, viel mehr Spaß so. Auf jeden Fall bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bestimmt bei einem anderen Video wieder. Erst einmal verabschiede ich mich jetzt aber ein wunderschönes Wochenende oder wann auch immer das Video seht, für euch vielleicht einfach nur einen schönen Tag. Tschüss!